Startposition. Schlägerkopf nach oben und die Füße zeigen nach vorne. Splitstep. Springe nach vorne in den Splitstep. Landung im Moment des gegnerischen Treffpunkts. Führe gleichzeitig den Schlägerkopf mit Hilfe der freien Hand nach unten und zur Seite. Großer Schritt mit rechts Richtung Ball und gehe tief in die Knie. Beine sind gebeugt, Oberkörper aufrecht. Schlagbewegung fast parallel zum Boden. Treffpunkt. Stabiler, breiter Stand. Gewicht ist auf dem rechten Fuß. Die Schlägerfläche ist leicht geöffnet unter dem Ball. Komplette Gewichtsverlagerung nach dem Schlag nach vorne. Bewege den Schläger unter den anvisierten Treffpunkt. Trainingsaufgabe. Spiele 10 Volleys länger als die T-Linie. Pro Treffer zwischen T- und Grundlinie gibt es einen Punkt. Und wie viele Treffer schaffst du?